Ich hoffe, euch geht's allen gut. Willkommen zum Frühjahrsputz, aber heute in der Schminksammlung bei mir. Und ich dachte, wenn ich das schon mache, dann filme ich das auch für euch, weil auch viele danach gefragt haben. Zeig doch mal wieder was so zu deiner Schminksammlung. Und ja, ich zeige euch dann heute, wie ich das mache und so ausmiste. Hab dann Tipps für euch, wie ihr das auch machen könnt, also wie ihr eure Produkte reinigt, was ihr mit ausgemisteten Sachen anstellen könnt und so verschiedene Sachen zur Aufbewahrung, die ihr zweckentfremden könnt, also sogenannte Hacks dann und Do-it-yourselfs. Und das alles gibt es jetzt in diesem Video, ihr werdet es ja eh gleich sehen. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich habe noch eine ältere Schminksammlung und mein Schminktisch und so die Grundfesten, sage ich mal, sind immer noch gleich. Also schaut am besten da rein, falls ihr dazu noch mehr Details wissen möchtet und da noch Fragen habt. Ansonsten, ja, fragt mich einfach in den Kommentaren. Ich habe mich heute zusammengetan mit der lieben Julia vom Kanal Xleta. Das heißt, da seht ihr heute auch eine Schminksammlung und das solltet ihr auf jeden Fall angucken, denn sie hat einen neuen Schminktisch und alles neu geordnet und ich konnte ja schon mal reinspicken und es ist richtig, richtig schön geworden. Also ja, schaut da auf jeden Fall vorbei. Kommt am Ende auch nochmal, ist in der Infobox verlinkt und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Echt aufräumen. Okay, ganz so dramatisch war es jetzt auch nicht, aber ich musste auf jeden Fall meinen Schminktisch mal aufräumen und zu diesem Zweck habe ich mal alles runter und rausgeräumt aus den Schubladen. Und ja, das musste einfach mal sein. Ich mache das so circa einmal im Jahr. Und was ich dazu ganz praktisch finde, ist das Ganze in so einen Wäschekorb reinzumachen, weil da geht einem nichts verloren, auch diese kleineren Teile. Und dann habe ich mich ans Ausmisten gemacht und war da radikal, was ich nicht benutze und nicht mehr mag, kam weg. Falls ihr dann Sachen aussortiert habt, von denen ihr denkt, Mensch, da könnte doch jemand anders noch seine Freude dran haben, dann habe ich einen Tipp für euch, verkauft oder verschenkt das Ganze doch einfach online. Da gibt es zum Beispiel so eine coole Flohmarkt-App, die heißt Spock. Und die finde ich ganz übersichtlich, weil da könnt ihr auch selber so ein bisschen stöbern. Da gibt es auch zum Beispiel Sachen bei euch in der Nähe, falls ihr das abholen möchtet. Und wie ihr seht, da gibt es eben Mode, Technik und eben auch Beauty-Sachen. Also falls ihr zum Beispiel jetzt einen limitierten MAC-Blush oder sowas sucht, dann könnt ihr mal da gucken. Und da kann jeder eben seine gebrauchten Sachen reinstellen. Ist halt wie gesagt ein Flohmarkt, nur online. Und wenn ihr dann etwas reinstellen möchtet, dann geht das halt eben super schnell und unkompliziert. Nehmt euch euren Artikel, macht einfach ein Foto davon. Da müsst ihr natürlich auch hinschreiben, was es ist und worum es eigentlich geht. Und überlegt euch halt, wie viel ihr dafür haben möchtet. Und dann drückt ihr nur noch auf den Knopf und schwupps, ist das Ganze online. Die App ist auch noch kostenlos dazu, also ich setze euch den Link einfach in die Infobox, da findet ihr das. Und dann kommen wir mal zu meinem krassen Ausmistergebnis. Also die ganze Box ist jetzt voll und da hatte sich einfach über die Jahre ein bisschen was angesammelt. Und ja, ich bin froh über den neuen Platz bei mir in der Sammlung. Es gibt auch Produkte, die ihr leider wegschmeißen müsst, einfach aus hygienischen Gründen. Achtet darauf, ob ihr da einen komischen Geruch mal feststellt oder so einen Belag. Das ist vor allem so bei flüssigen Produkten wie Lipgloss oder Foundation oft der Fall. Und bei Lippenstift oder Puderprodukten könnt ihr das alles nach oben abnehmen. Mascara solltet ihr immer so nach einem halben Jahr entsorgen. Ja, nachdem mein Schminktisch ja schön leergeräumt ist, habe ich mich ans Putzen getan, habe die Glasplatte abgenommen und natürlich alles einmal schön gründlich sauber gemacht. Und ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass ihr eure Make-up-Produkte eben pflegen könnt, damit da nichts halt passiert, so bakterienmäßig. Und ihr könnt ab und zu einfach mal drüber wischen und so die oberste Schicht abnehmen. Bei Kajalstiften empfehle ich euch, die regelmäßig einfach zu spitzen. Bei Lippenstiften, wie gesagt, könnt ihr auch mal die Kappe, also ganz oben die Schicht, mal so abschneiden. Was ihr noch zusätzlich machen könnt, ist so ein spezielles antibakterielles Spray zu benutzen. Das hier ist jetzt besonders für Make-up-Sachen geeignet. Also ich würde euch nicht empfehlen, da jetzt irgendwelche Reiniger oder sowas dazu zu nehmen, um es auf die Produkte zu sprühen, sondern etwas, was denen nicht schadet. Und ich habe das einfach so gemacht, damit das schnell geht. Ich habe alles mir mal hingelegt, so in Gruppen. Und dann wurden alle einmal angesprüht und dann muss man so eine Minute warten, bis man das Produkt verwenden kann. Ihr könnt aber schon mal so das außenrum abwischen. Da habe ich halt die Deckel alle einmal abgewischt. Und ja, das Ganze natürlich schön beim Seriengucken gemacht. Und dann war es auch schnell passiert und ich habe natürlich die Fächer auch gereinigt. Mein Schminktisch und die Fächer, das ist alles von Ikea. Falls ihr meine letzte Sammlung nicht gesehen habt, dann konnte ich mich schon auch ans
Einräumen machen und dann sehen wir mal, was es für schöne Aufbewahrungsmöglichkeiten gibt. Für eure Pinsel könnt ihr zum Beispiel immer Windlichter ganz toll nehmen. Die gibt es ja echt in jeder Dekoabteilung in allen Formen und Farben. Dann könnt ihr das eurem Geschmack in eurem Zimmer anpassen. Ich habe das unterteilt eben in Tonpinsel und in welche für Augen. Hab mir dann noch einen vierten genommen, das als Tipp für euch. Und da könnt ihr immer eure benutzten Pinsel reinmachen. Denn bei manchen Köpfen erkennt man das ja nicht so gut. Und dann wisst ihr immer, welche sauber sind und welche gewaschen werden müssten. Meinen Lieblingshack kennt ihr vielleicht auch noch aus meiner Schminksammlung. Ein Serviettenständer, aber eben nicht für Servietten, sondern für Paletten. Dieser hier ist jetzt von Ikea und er ist super, super schön. Und ich finde das absolut praktisch, um seine Paletten drin aufzubewahren. Schaut auch immer mal in die Büroabteilung. Da findet ihr immer tolle Aufbewahrungsmöglichkeiten, wie so ein Fach, wo ihr eure Produkte reinstellen könnt. Oder in die Küchenabteilung, da findet ihr solche Etagere, die nimmt man oft so für Kuchen und Plätzchen und sowas. Passt zum Beispiel für Foundations oder für Nagellacke, finde ich das auch super schön. Ich habe hier meine Essilacke reingemacht und finde, das macht sich ganz toll. Diese Etagere habe ich übrigens von Urban Outfitters. Und dann kommen wir zum Do-It-Yourself, etwas für die Mac-Fans. Aber ihr könnt natürlich auch andere solche Tüten nehmen, wenn ihr da mal eingekauft habt. Und dann können wir was Tolles draus machen. Ich schneide einfach den unteren Bereich hier ab und das oben mit dem Logo, das heben wir noch auf für das nächste Do-It-Yourself. Ihr faltet das Ganze einfach auseinander und stellt es auf. Wenn eure schon länger so gefaltet war und unter anderen Tüten lag wie meiner, dann müsst ihr so ein bisschen entgegendrücken. Wenn dann die Produkte aber drin sind, dann hält das ziemlich gut und ist auch stabil. Und da habe ich jetzt passenderweise mein Mac-Produkt reingemacht. Aber wie gesagt, ihr könnt reinmachen, was ihr möchtet. Und es ist eine super schnelle, einfache Art, seine Sachen aufzubewahren. Vielleicht habt ihr daheim auch noch solche Geschenkboxen oder eben solche Boxen von so Beauty-Abos. Und da könnt ihr noch diesen Rest von der Tüte nehmen. Ich habe das jetzt hier ausgeschnitten und guckt einfach, wie das drauf passt. Habe mir so ein bisschen Bastelkleber geschnappt und habe das draufgeklebt, weil ja, ich finde, es macht sich ganz schön. Und wenn ihr dann die Marke da drin habt, dann passt es ja. Und dann konnte ich wieder alles einräumen und aufstellen und meine Schminksammlung ist jetzt fertig und ich bin super froh, dass ich an manchen Stellen einfach wieder mehr Platz und Übersicht habe und dass alles wieder aufgeräumter ist und so ein bisschen frischer Wind reinkam. Ich kann gerne alles einmal schnell mit euch durchgehen einfach. Also ganz links stehen eben meine Lidschattenpaletten alle in diesen Serviettenständern und ich habe mir jetzt einen zusätzlichen hingestellt. Jetzt habe ich endlich Platz für alle. Da unten seht ihr so einen kleinen Behälter für Wattestäbchen, den findet ihr im DM zum Beispiel. Dann natürlich meine Pinsel in den Windlichtern von Ikea. Den Spiegel habe ich von Rossmann, den kann man beleuchten, wenn man den anstecken würde, was ich irgendwie nie mache. Und ein bisschen Deko natürlich. Und hier ist mein kleiner Lippenstiftturm. Oben in dem Becher aber sind Kajalstifte noch, weil die haben da gut hingepasst. Meine Lip Liner. Und hier habe ich noch so ein Lippenstiftfach. Das habe ich bei Amazon gekauft. Das ist aus Acryl und mit dem bin ich sehr zufrieden. Das kann ich euch unten auch nochmal verlinken. Ja, dieses Schubladenfach habe ich von Muji und da habe ich oben meine The Body Needs Lippenstift Samples und ein Kit von NARS. Dann kommen halt eben Lippenstifte nach Marken sortiert. Und im nächsten Fach sind dann Lipglosse und im letzten Fach solche Lipcreams, also solche flüssigen Lippenstifte. Und dann schauen wir natürlich auch in die große Schublade und yay, ich habe tatsächlich etwas Platz. Und da sind meine Foundations, Puder und solche Primer, also alles so für den Ton erstmal und dann Einzellidschatten. In der Mitte sind meine Wimperntuschen, Augenbrauenprodukte und mein Evian Spray, weil das hat dann gut hingepasst. Und dann findet ihr eins drunter Concealer, noch mehr Concealer und Lidschattenstifte, so als Base. Und deswegen ist dahinter auch noch so ein Fach für Lidschattenbase und Creme-Lidschatten. Dann geht's rund um Wangen. Hier sind Blushes und Highlighter, noch mehr Blushes, alles wieder nach Marken geordnet, Bronzer und Sachen zum Konturieren. Und ganz hinten meine Wimpern und mein Wimpernkleber. Meine Pigmente habe ich aussortiert und in so ein Plastiktäschchen gepackt und eine extra Schublade gemacht, falls ihr euch wundert, wo die sind, weil ja, die benutze ich halt jetzt nicht so oft, sondern mehr so für Tutorials und besondere Anlässe. Und ja, es war ein bisschen Arbeit, aber ich bin super froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe jetzt noch mehr Freude an meiner Schminksammlung und mir ist voll wichtig, die Sachen einfach zu pflegen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir noch einen Daumen hoch da lasst, bevor ihr geht und ein Abo, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und dann ist jetzt hier Julias Video und sie ist eine super, super liebe Person, kann ich euch sagen. Wir schreiben jetzt schon eine Weile und ja, ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen. Und ihr werdet auch, falls ihr sie noch nicht kennt, sehen, dass sie sehr, sehr schöne, tolle, interessante Videos macht. Deswegen da reingucken und wir sehen uns dann am Sonntag wieder, wie immer sonntags. Und da freue ich mich drauf. Ja, und bis dann. Tschüss.